Heute erklären wir Ihnen, wie Sie Ihre Rohbauwände und Decken mit Gipskartonplatten für die Renovierung vorbereiten, ohne die lästige Feuchtigkeit, die normalerweise beim Verputzen entsteht. Zunächst wird eine passende Unterkonstruktion hergestellt. Dieses Ständerwerk kann sowohl aus gängigen Metallprofilen oder, wie in unserem Beispiel, aus Holzleisten und Kanthölzern bestehen und wird auch für Decken und Wandschrägen angewandt. Wichtig dabei ist die ebene Beschaffenheit. Jetzt kommt der Wolfkraft-Kantenhobel mit Wechselgriff zum Einsatz. Damit hobeln Sie die Plattenkante auf etwa 2/3 ihrer Stärke ab, um ein späteres Verspachteln ohne Übergänge zu ermöglichen. Mit Hilfe des Plattenlifters von Wolfkraft geben Sie den Gipskartonplatten den nötigen Abstand zum Boden. Besonders handlich ist der Einsatz sogenannter Ein-Mann-Platten. Nun kann die Platte mit Gipskartonschrauben und Akkuschrauber auf der Unterkonstruktion befestigt werden. Dazu eignet sich hervorragend der Wolfkraft-Schraubvorsatz mit einstellbarem Tiefenanschlag. So vermeiden Sie das Brechen der Platte durch zu tief eingebrachte Schrauben. Beim Ausmessen für das nächste Plattenstück achten Sie bitte auf einen ausreichenden Reserveabstand zur Decke. Die praktische Schneidhilfe von Wolfkraft mit dem schon bekannten Wechselgriff leistet Ihnen beim Zuschneiden der Gipskartonplatte wertvolle Hilfe. Zum Anritzen empfehlen wir das passende Wolfkraftmesser für die Schneidhilfe. Die Platte wird dann vorsichtig gebrochen und der rückseitige Karton durchgeschnitten. Gerade für Dachschrägen eignet sich perfekt die in die Schneidhilfe integrierte Winkelschmiege von Wolfkraft. Legen Sie die Schmiege an und fixieren Sie sie. Der gemessene Winkel wird dann exakt auf die Gipskartonplatte übertragen. Anschließend schneiden Sie das gemessene Stück und brechen die Schnittkante sauber ab. So können Sie auch an den schwierigen Dachschrägen einfach und präzise die passenden Gipskartonstücke anbringen. Die praktischen Werkzeuge und Klammern des Fixiersets ermöglichen eine kraftsparende, leichte und sichere Montage an den Wänden, auch ohne eine weitere Person. Die Befestigungskreuze dienen als Halterung und Fixierung der Platten, bis diese final verschraubt sind. So erleichtern Sie sich die Arbeit erheblich und erreichen immer gleichmäßige Abstände zwischen den Platten. Nach dem fertigen Verschrauben lassen sich die Befestigungskreuze schnell und einfach wieder abmontieren und können so für weitere Platten genutzt werden, zum Beispiel auch für die seitliche Fixierung. Nach dem gleichen Prinzip können die Befestigungskreuze auch im Deckenbereich sehr hilfreich eingesetzt werden. Zusätzlich empfiehlt sich an der Decke auch die Nutzung der Fixierklammern. Die Wolfkraft-Deckenstütze ist für Ein-Mann-Montagen und für größere Platten unentbehrlich. Mit dem Handgriff verstellen Sie die Einstellung und können so die Platten in der gewünschten Position genau fixieren. Auch wenn Sie oben beginnen, empfiehlt sich der Einsatz des Plattenlifters zum Anfassen der unteren Platte. Achten Sie grundsätzlich immer auf ausreichenden Versatz bei den Gipskartonplatten, um die Stabilität zu gewährleisten. Bevor Sie mit dem letzten Stück der Wand beginnen, messen Sie sorgfältig oben und unten die entsprechenden Abstände aus. Für das Schneiden von Längsstreifen nutzen Sie den Streifen- und Kreisschneider. Das gemessene Maß wird eingestellt und der Streifen wird mit Hilfe des Schneidrads vorgeritzt. Schließlich wird der Streifen dann wie gewohnt über eine Kante gebrochen. Mit dem Cuttermesser zerschneiden Sie den rückseitigen Karton, falls noch vorhanden. Jetzt kann auch das letzte Stück Gipskartonplatte eingepasst und verschraubt werden. Ähnlich verfahren Sie auch bei größeren kreisrunden Ausschnitten.
Die integrierte Zentrierspitze ermöglicht zusammen mit dem Bleistift ein exaktes Übertragen des vorher gemessenen Radius auf die Arbeitsfläche. Nun kommt die praktische Handstichsäge zum Einsatz. Mit der angeschrägten und angeschliffenen Spitze am Sägeblatt gelingt ein sauberer Ausschnitt auch ohne das sonst übliche Vorbohren. Mit der Glättekelle und dem Spachtel von Wolfkraft beginnt der nächste Teil des Trockenbaus. Die Gipskartonplatten werden mit geeignetem Fugenzement und, falls erforderlich, mit zusätzlichen Fugendeckstreifen verspachtelt. Hierzu werden die Übergänge mit der Fugenmasse gefüllt und anschließend leicht mit dem Glätter abgezogen. Achten Sie beim Spachteln auf gleichmäßige Glättung der Fugen, um die Gipskartonplatten optimal weiterverarbeiten zu können. Die Wandübergänge werden dann noch mit Acryl versiegelt. Abschließend muss die verspachtelte Wand mit dem erhältlichen Handschleifer-Set noch sauber abgeschliffen werden. Setzen Sie dazu den Wechselgriff auf den Handschleifer und bestücken ihn mit einem Streifen Gitterleinen. Mit dem ergonomischen Handschleifer können Sie mit einer Hand rationell und einfach die überschüssigen Spachtelreste entfernen. Da dieser Schritt wegen der hohen Staubbelastung eher unangenehm ist, kann der Handschleifer auch mit einer Staubabsaugplatte bestückt werden und an einen handelsüblichen Industriestaubsauger angeschlossen werden. Je sorgfältiger Sie beim Schleifen vorgehen, desto besser wird das Resultat. Der Vorgang kann auch mit feinerer Körnung wiederholt werden, um die Ergebnisse zu verbessern. Der spezielle Stielhalter mit Teleskopfunktion ersetzt eine Leiter und ermöglicht ein effektives und sauberes Abschleifen auch an hohen Wänden und im Deckenbereich. Mit der Schablone für Hohlwanddosen können Sie auch nach der fertigen Bearbeitung der Gipskartonplatten Löcher mit dem richtigen Abstand für Installationsartikel einfügen. Die integrierten Libellen stellen eine waagerechte Ausrichtung sicher. Bohren Sie dazu mit einer Lochsäge abstands- und positionsgerecht die Löcher. Die Schablone ermöglicht so die Montage üblicher vertikaler oder horizontaler Steckdosen und Schalterkombinationen. So einfach ist der Trockenausbau mit den richtigen Werkzeugen. Viel Erfolg beim Selbermachen, wünscht Wolfkraft.